Hallo, ihr süßen Puppis und herzlich willkommen zur Dschungelnachlese Nummer 8. Ja, wir trinken erstmal einen Schnapp Wodka. Finde ich gut. Aber gerne. Erstmal einen Schnapp Wodka und danach muss ich bestimmt ganz schlimm aufstoßen. Ich bin dafür. Oh. Ding Dong, Ding Dong. Yes. Das ja. Mm. Und die Herrin ist heute nicht da. Die hat heute keinen Bock gehabt und hat gesagt, du Jurezika, ich bleib heute zu Hause, verstehe ich total. Aber ich habe es durchgezogen. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einer ganz, ganz schlimmen Erkältung und habe genießt und eine Schnupfnase gehabt. Aber so show must go on, I'm a showgirl. Und deshalb war ich heute wieder für euch im Rauschgold, habe den Dschungel leider gucken müssen. Das war heute wahnsinnig langweilig. Ich habe zwei Gastkommentatoren, okay, uns auf der rechten Seite reinstecken, heute im Fummel. Und Destiny Drescher auch heute im Fummel, im Dschungel, würde ich gerade schon sagen. Um Gottes Willen. Ja, im Dschungel sind wir leider sowieso. Ihr wart ja schon mal hier beide privat in meiner Nachlese. Und heute seht ihr mal, wie die aussehen, wenn die sich mal ein bisschen Mühe geben mit dem Outfit. Ja. So, dann wir hatten hier im Rauschgold erstmal am Anfang wieder mal technische Probleme. Das bedeutet, der Fernseher, also der Empfang hat nicht funktioniert. Ja, wir haben also die ersten 15 Minuten nicht gesehen, weil der Beamer hat nicht funktioniert. Hat der Fernsehempfang nicht funktioniert. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und irgendwann haben wir reingeschaltet, dann war es endlich dann da. Und da war irgendwas mit Walter. Keine Ahnung, was mit Walter war. So, und dann passt auf. Dann steht hier auf meinem Zettel, Angelina weint. Ist ja nichts Neues. Und die hat wieder gesagt, sie hat keine Kraft und sie ist wirklich so ausgelaugt und das ist alles so schlimm und sie weiß gar nicht mehr ein noch aus und sie ist hungrig und Angelina und ich sag euch, also wirklich wahnsinnig beschissen und dann war auch schon Werbeblock. Muss man mal sagen. Werbeblock habe ich großes Geschäft gemacht. Ja, hier unten im Rauschgold war toll. Dann kam schon die Dschungelprüfung. Da sind dann alle sind mit in die Dschungelprüfung gekommen, alle Insassen, aber nur zwei durften mitmachen, und zwar Walter und Angelina Heger. Ja? Und die Dschungelprüfung hieß Schlimms Märchen. Und ich sag mal wieder, also im Gegensatz zu gestern war die Dschungelprüfung schon ein bisschen interessanter, aber auch diese Dschungelprüfung, ihr werdet mir recht geben, war stark langweilig. Als allererstes mussten sich Angelina und Walter in so ein Becken voll ganz, ganz brauner Pisse legen, so ein Glassarg. Die Pisse, die haben sie direkt aus dem Lab, aus dem Berghain importiert. Das ist so Pisse, wenn so Leute 5 Tage Drogen nehmen hintereinander, ist die Pisse ja ganz braun. Und das haben sie gesammelt, nach Australien exportiert, und dann mussten sie sich da reinlegen und dann mussten sie sich einen Alligator auf die Brust legen lassen. Ach, der war aber voll niedlich. Ja, ich habe... Die fand ich sehr niedlich. Ja, mein Gott, okay, das war irgendwie so, ja... So, da haben sie beide gemacht. Wow, toll, 2 Sterne. Dann kamen sie in einen Käfig, eingesperrt, ja. Und dann wurden auf die halt irgendwie so grüne Ameisen geschüttet und irgendwie so anderes unwichtiges Zeug. Das waren auch wieder die Facebook-Fans von Maren Gilzer wahrscheinlich. Und da mussten sie Personenraten machen. Da haben dann Sonja und Daniel haben gesagt, du bist eine Person, jetzt rate mal, wer du bist. Und die mussten mit Fragen, die mit Ja und Nein beantwortet werden können, erraten, wer sie sind. Langweilig. Haben sie beide irgendwie nicht geschafft. Keine Ahnung. Boring. Hashtag boring. Dann kamen sie zu Hänsel und Gretel vor so ein Lebkuchenhaus. Da hätten sie, Hashtag boring, so ein Lebkuchen essen müssen, wo so Kakerlaken draufgeklebt sind. Beide haben gesagt, sie machen es nicht. So einfach. Boring. So boring. Einfach. So, dann standen sie beide vor dem Lebkuchenhaus und dann wurde auf die halt erst so eine braune, schleimige Flüssigkeit gekippt und danach Federn. In beiden Ladungen wäre ein Stern gewesen, den sie hätten fangen müssen. Das war für Walter natürlich motorisch völlig unmöglich. Und Angelina hat auch gar nicht genau verstanden, worum es geht. Haben sie beide keine Sterne bekommen. So, dann die letzte Prüfung war dann, dass sie halt so eine Kröte küssen mussten. Was sie beide gemacht haben, das war auch wirklich wahnsinnig unspektakulär. Sie haben also insgesamt 4 Sterne geholt, ja, wow. Von 11. Wow. Wow. Hashtag wow. Verdammt nochmal. So, und danach, nach der Prüfung war Angelina, die hat es ja durchgezogen. Und die hat die Prüfung noch mitgemacht. Und direkt nach der Prüfung hat sie dann gesagt, ich bin da sage mich raus. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin einfach auch zu jung für den Dschungel. Und ich muss jetzt raus. Ich weine. Und dann kam wieder die Krokodilstränen. Und dann ist sie raus, hat gesagt, sie möchte nicht mehr mitmachen. Alle haben gesagt, oh. Kam Werbung. So, und dann großes Thema, es hat geregnet im Camp. Interessant. Im Dschungel regnet es? Ja, es hat geregnet. Ja. Wow. Sarah Kulk hat gesagt, sie stinkt nach Kacke. Ich weiß jetzt nicht so genau, warum. Wahrscheinlich, weil sie zu oft mit Walter Freiwald kuschelt. Und dann...
duschen, Walter. Ach ja, und dann haben wir gesehen, wie Walter frei war. Oh nein, oh nein. Der ist dann in den Badesee gegangen und da ist ja dieser Wasserfall. Und da haben wir Walter Freiwald nackt sehen müssen, wie er duscht. Und sein Arsch, der hängt in so mehreren Lappen, hängt der von seinem Körper runter, dieser ganz flache Arsch. Und dann hier so, und da kann man so machen drunter, ja. Und dann wabbelt das, wie bei Homer Simpson, den ganzen Körper hoch. Das war wahnsinnig widerlich. Da haben bestimmt gleich wieder 2 Millionen Zuschauer abschalten müssen, weil sie es nicht sehen wollten. Das könnte schon eine Dschungelprüfung sein. Ja? Und dann, das, ja, das ist ja auch eine Dschungelprüfung. Das war eigentlich die richtige Dschungelprüfung. Ja. Und dann kam schon der Abschied von Angelina, wahnsinnig unspektakulär. Da haben sie alle nochmal ihre Krokodilstränen verteilt und gesagt, hey Angelina, aber du warst so stark und du hast es so gut durchgezogen. Und hey, Respekt dafür, dass du jetzt halt einfach mal auch die Eier in der Hose hast und sagst, du willst jetzt nicht mehr weitermachen. Voll cool, hey. Wow. Und zurück mit dir ins Versace Hotel. Da wartet ihre Mutti bestimmt schon mit einer Bravo Girl auf ihrem Kopfkissen. Ja. Und dann wird sie gestreichelt und gepampert, bla bla bla. Kann sie ihre Haare wieder... Ne? Dann kann sie ihre Haare kämmen. So, und dann gab es noch eine Schatzsuche. Immer wenn nichts passiert im Camp, dann versuchen sie mit der Schatzsuche so ein bisschen irgendwie Content zu schaffen. Und da war zum ersten Mal Benjamin Boyce mit dabei. Ja. Wer ist das nochmal? Keine Ahnung. Ja. Benjamin Boyce und zusammen mit Tanja Tittenbitch. Und da musste der Benjamin Boyce musste in so einer großen Regenhose, musste der, also so eine Fischerhose oder so, musste der so Wasser sammeln. Tanja Tittenbitch hat sich natürlich ausziehen müssen, hat wieder den Michaela Schäfer Gedenkbadeanzug angezogen. Ja. Und sie lag natürlich nackt mit Titten in so einem Bassin. Und der Benjamin Boyce musste das Wasser aus seiner Hose mit Körperkontakt in dieses Bassin schütten und dann war irgendwie so ein komisches kleines gelbes Überraschungsei, das stieg in so einem Zylinder hoch und da haben sie es geschafft, und dann haben sie die Schatzkiste bekommen und dann, was war da drin? Und das war die peinlichste, direkt platzierteste Produktplatzierung, die ich jemals im deutschen Fernsehen gesehen habe, und zwar haben sie eine Großpackung Pick-up bekommen. Und auch alle Insassen haben das Wort Pick-up ganz, ganz oft benutzt, weil ich Pick-up wahrscheinlich ganz, ganz viel Geld dafür bezahlt habe. Ja, die Pick-up. Haben dann... Ja, und die haben dann irgendwie das Pickup geschnackert, wahnsinnig langweilig. Dann gab es einen Schnitt ins Versace Hotel, da gab es dann die großen Tränen, das große Wiedersehen zwischen Angelina und ihrer Mutter. Die sieht aus wie eine Schlecker-Fachverkäuferin, die von der Kasse... Die Pickup verkauft hat. Mit Animal Print. Die hatte sehr so Animal Print an, sehr, sehr modisch. Jetzt habe ich gerade eben schon wieder ein Penisbild zugeschickt bekommen, während ich die Nachlese mache von meinem Mann. Vom Klo. So, dann gab es große Tränen und großes Wiedersehen und Angelina hat gesagt, oh mein Gott, jetzt weiß ich, ob meine Mutter haben und ich bin immer so gemein zu der gewesen und toll, dass sie jetzt da ist. Da haben sie erstmal schön Nachos gegessen, ja. Und dann gab es noch einen großen Zwist zwischen Walter und Maren. Maren ist mit Walter zusammen nachts auf Klo gegangen und hat Walter wirklich mal die Leviten gelesen. Hat gesagt, ey Walter, hör mal zu, Hashtag, du bist so scheiße, Mann, du bist so asozial und ich kann mit dir hier nicht mehr weiter leben im Dschungelcamp. Und wenn du weiter so machst, wenn du weiter so asozial bist, dann trete ich dir in die Eier. Und das fand ich super. Ich liebe ja Maren Gilzer. Ja. Maren Gilzer ist ja meine persönliche Dschungelqueen mittlerweile. Hätte ich niemals gedacht, aber Maren Gilzer ist ganz, 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 ganz toll. Und dann gab es Werbung. Und dann war schon die Nachricht, wer halt das Dschungelcamp verlassen muss. Und ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wer das Dschungelcamp verlassen muss. Wer war das? Die Roberta. Ach so, die Roberta Blanco, die mit der Sauerkartoffelwelle muss raus. Und das war es eigentlich schon, mehr habe ich nicht zu sagen. Folgt mir auf Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook, YouTube und Google+. Und wir sehen uns morgen wieder um 22.15 Uhr im Rauschgold. Bis dann, bye! Bye.